euch und dann würde ich den sozusagen Initiator von der Intuitionskonferenz, den Intuitionspapst, wie er seit 30 Jahren genannt wird, weil er einfach ja weltweit Intuition unterrichtet, wenn man das so sagen kann, hat in vielen Firmen oder wie gesagt den Fokus darauf gelegt hat, dass viele wieder ihrer Intuition vertrauen. Und bin sehr, sehr, sehr dankbar diese Arbeit, diese Tiefe auch von Jeet. Bitte schön. Ein paar Worte von dir auch. Ja, für mich die Einladung an alle Zuschauer, die jetzt da sind, zu fühlen, zu spüren, was hier geschieht. Und vielleicht, dass die Art, wie jeder dabei ist, man kann sich beobachten, während die Vorträge gegeben werden oder die Erfahrungen, die gemacht werden, wie ich jetzt vor dem Bildschirm bin. Kann ich die Tiefe genießen? Bin ich am Denken? Spüre ich die Referenten? Spüre ich die anderen Zuschauer? Entwickle ich das, was Google oder Computer oder das Internet vormacht? Haben wir diese Ebene erreicht oder haben wir sie nicht? Und das ist der Grund, warum wir auch TV machen, damit wir als Zuschauer hier vor Ort das, was unsere Natur ausmacht, in die Wahrnehmung gehen oder bei uns sind und dieses Fest, was wir heute veranstalten, mitzugestalten mit der Art der Aufmerksamkeit, der Liebe, des Daseins, wie es für jeder möglich ist. Das ist meine Einladung. Und eben, denkt nicht, dass ihr vor einem Bildschirm seid. Wir denken nicht, dass wir vor einer Kamera sind. Die Kamera haben wir abgeschafft, als wir im großen Fernsehen waren, die Riesenantenne in Ludwigsburg. Da haben wir gesagt, wir nutzen jetzt diese Felder, um zu wachsen, um zu erkennen. Denn all diese Sachen, Technik, ist das, was uns das Göttliche gibt und die Möglichkeit, unsere menschlichen Entwicklungen zu zeigen. Also diese Verbindung für alle, auch die Wiederholung sehen werden, spüren, genießen, feiern und tanzen. Das ist mein Beitrag und deswegen alle, die danach ja Beitrag geben werden, lade ich ein, richtig voll zu genießen, das Wesen, Wesen sein zu lassen, bei sich zu bleiben und zwischen den Zeilen das, was uns verbindet und irgendwann dann die Stille und die Leere, die überall ist. Wow, ist gut gesagt. Dankeschön.